Herr Präsident, meine Damen und Herren! Mehr als 130.000 Menschen haben eine Petition unterzeichnet, in der gefordert wird, die NSU-Akten freizugeben. Der NSU ermordete 10 Menschen aus Rechten, aus rassistischen Motiven, in Kassel den erst 21-jährigen Khaled Yozgat. Obwohl sich jahrelang Untersuchungsausschüsse mit den Verstrickungen der Geheimdienste befassten, sind viele Fragen bis heute nicht geklärt. Gerade in Hessen, wo ein Mitarbeiter des Landesamtes für Verfassungsschutz zur Tatzeit am Tatort war und der damalige Innenminister Bouffier die polizeilichen Vernehmungen behinderte, mit Hinweis auf den Quellenschutz. Mit den NSU-Akten, Herr Bellino, ist der geheim gehaltene Bericht des Hessischen Landesamtes für Verfassungsschutz gemeint und nicht 2000 Akten. Es ist gemeint ein Bericht, in dem intern geprüft wurde, ob und welche Hinweise beim LRV auf den NSU vorlagen. Für 120 Jahre war dieser Bericht als geheim eingestuft, also bis ins Jahr 2134. Dieser Bericht ist zu einem Symbol geworden für das Mauern der Behörden, wenn es um den NSU geht. Ich will daran erinnern, wie dieser Bericht der Öffentlichkeit überhaupt bekannt wurde. In den Akten des NSU-Untersuchungsausschusses stieß meine Fraktion auf den Hinweis, dass das Landesamt für Verfassungsschutz 2012 vom damaligen Innenminister Rhein angewiesen worden war, alle Akten nach Hinweisen auf NSU-Bezüge zu durchkämmen und einen Bericht zu fertigen. Zuvor war überhaupt nicht darüber informiert worden, dass es einen solchen Bericht gibt, dass es 2,5 Jahre Prüfungen im LRV überhaupt gegeben hat. Der Bericht lag weder dem Untersuchungsausschuss in Hessen noch dem des Bundestages vor. Erst auf unseren Antrag hin wurde der Bericht dann geliefert, zunächst eben als 120 Jahre geheim eingestuft. Später wurde ein Teil daraus dann herabgestuft, sodass man wenigstens mal öffentlich daraus zitieren konnte. Und dieser interne Bericht stellt dem LRV ein verheerendes Zeugnis aus und offenbart gravierende Versäumnisse im NSU-Komplex. Hunderten Hinweisen auf Waffen- und Sprengstoffbesitz bei Neonazis ist nicht nachgegangen worden. 541 Aktenstücke gingen verloren. Wichtige Akten wurden auch in Hessen geschreddert. Und ich sage Ihnen, ein Geheimdienst, der hunderten Hinweisen auf Waffen und Sprengstoff bei Nazis nicht nachgeht, der Akten verschlammt, ein solcher Geheimdienst hat vollkommen versagt. Das wirksamste Frühwarnsystem gegen Nazis sind immer noch die zivilgesellschaftlichen Bündnisse. Es waren die investigativen Journalistinnen und Journalisten und die antifaschistischen Recherchegruppen. Sie sind der beste Verfassungsschutz, und ihnen gebührt unser Dank. Und bei vielen dieser Engagierten ist das Vertrauen in den Staat und in seine Institutionen erschüttert, wenn es um das Aufklären rechter Gewalttaten und Netzwerke geht. Und sie fordern eine öffentliche Aufarbeitung, so wie es die Petition fordert. Und sie wird breit unterstützt, unter anderem vom Intendanten des Kasseler Staatstheaters, von Thomas Bockelmann, und auch von der Familie Yozgat. Und gerade aus meinen Erfahrungen aus dem NSU-Untersuchungsausschuss kann ich bestätigen, die bisherige Aufarbeitung ist nicht ausreichend. Ja, die Mitglieder des Untersuchungsausschusses durften die geschwärzten Akten ungeschwärzt einsehen, unter Aufsicht des LRV, ohne dieses Recht, sich Notizen zu machen. Und vor allem durften wir nicht darüber reden. Wir dürfen nur in Geheimsitzungen unter Ausschluss der Öffentlichkeit darüber sprechen. Eine Aufarbeitung im Geheimen, meine Damen und Herren, ist keine Aufarbeitung, weil sie bleibt ohne Konsequenz. Wir brauchen aber Konsequenzen, und deshalb ist eine Veröffentlichung des gesamten Berichts möglich, und sie ist nötig. Und CDU und Grüne behaupten etwas anderes. Sie behaupten, es gebe keine Rechtsgrundlage für die Freigabe der Akten, und das stimmt nicht. Natürlich könnte das LRV bzw. das Innenministerium als aktenherausgebende Stelle diesen Bericht herunterstufen. Das ist doch im Untersuchungsausschuss auch so gemacht worden. Nach § 9 der Verschlusssachenanweisung des Landes Hessen ist das möglich. Und wenn Sie meinen, dass die Rechtsgrundlage fehlt, dann schaffen wir eine Rechtsgrundlage, um diesen Bericht veröffentlichen zu können. Und natürlich kann der Landtag die Petition der Landesregierung zur Berücksichtigung vorschlagen. Dann stehen Sie doch wenigstens dazu, dass Sie Freigabe der Akten nicht wollen. Aber werfen Sie doch keine Nebelkerzen und behaupten solche Dinge, die einfach nachweislich nicht stimmen. Sie behaupten, die Geheimhaltung sei nötig, weil in dem Bericht die Klarnamen von V-Leuten stehen würde. Absurd. In den Dokumenten des Verfassungsschutzes stehen keine, auch in den Geheimen, da stehen keine Namen von V-Leuten, da stehen immer nur Kürzel. Und alle, die den NSU-Untersuchungsausschuss verfolgt haben, wissen das. Und hierbei handelt es sich um einen zusammenfassenden Bericht, nicht um Primärquellen, der die Versäumnisse der Behörde offenlegt, was hier durch die Geheimhaltung geschützt werden soll. Das sind nicht Persönlichkeitsrechte, das ist das Landesamt, das vollkommen versagt hat, meine Damen und Herren. Und es geht hier nicht nur um die Aufklärung der Vergangenheit. Es geht darum, solche Taten in Zukunft zu vermeiden, und auch das schulden wir den Opfern.
Nach dem NSU haben wir den Mord an Walter Lübcke, Halle, Hanau und weitere rechte Straftaten erlebt. Und der Mörder Walter Lübcke, Stefan Ernst, war dem LfV bekannt. Daher Schluss mit der Geheimniskrämerei. Wir brauchen eine öffentliche Aufarbeitung. Und deshalb appelliere ich an Sie und insbesondere an die GRÜNEN, heute zuzustimmen und die Akten freizugeben. Die GRÜNEN haben damals der Einsetzung des NSU-Untersuchungsausschusses nicht zugestimmt. Das haben Sie im Nachhinein als Fehler bezeichnet. Heute haben Sie die Chance, diesen Fehler zu korrigieren. Vielen Dank.